Es ist wieder soweit. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich konnte in letzter Zeit nicht so oft aufnehmen, weil, ja, es ist viel passiert sozusagen. Ich bin ja gerade so in der Lebensphase mit Ausbildung zu suchen und so weiter. Und ich habe auch meine Prüfungen geschrieben. Es lief eigentlich ganz okay, falls jemand das fragt. Und ja, jetzt bin ich wieder da. 30 Minuten mal wieder. Ich freue mich, wenn einige da sind. So, das Schwert haben wir weggegeben im letzten Part. Oh Mann. Das ist der 13. Part, glaube ich. Weiß ich nicht so genau. So, was haben wir heute denn so vor? Der letzte Tag. Ich weiß nicht, ob wir unser Schwert schon abholen können. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt und ich habe überhaupt keine Ahnung. So, dann gehe ich mal in den Laden. Bei mir ist das manchmal so, dass das Texture Pack, wenn man zum Beispiel lange nicht steuert, mit dem Controller zum Beispiel, dann kann das sein, dass die Texturen irgendwie verpixelt werden. Das hatte ich schon oft in einem Part. Und ich dachte irgendwie, das wäre ein Fehler bei mir, aber nee, ich darf anscheinend jetzt stehen bleiben. Ich nehme ja auch immer mehrere Parts auf einmal auf, damit hier alles schön spannend bleibt. So. Hast du mein Schwert fertig? Ja, gut, es ist fertig. So sieht das dann aus. In Texture Pack sieht das noch geiler aus. Dein Kokiri-Schwert erfuhr die Kraft von Glut und Stahl. Sein neuer Name soll fortan Elfenschwert sein. Die schimmernde Klinge dieses Schwertes schneidet schärfer als der eisige Odem des Winters. 100 Mal kannst du es einsetzen, bevor seine Schneide ihre Kraft wieder verliert. Vergiss nicht, dass die Klingen nach 100 Streichen ihre Schärfe verliert. Ja, das wissen wir. So, der freut sich mal wieder. So, jetzt muss ich euch mal was sagen. Ich hatte das Schwert noch nie. Ich wollte das schon immer haben. Ich habe immer nur diese letzte Vollendung gehabt, aber das hier nicht. Sieht cool aus. So, jetzt habe ich noch was vor. Bevor wir in den ersten Tempel gehen, tut mir ja leid, aber es muss leider sein. Ey, wir haben jetzt voll die coole Scheide. Also, das ist die Verpackung des Schwertes. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen pervers, aber so ist das halt im Schwerterleben. So, so unser Goron-Freund. Wie ist der nochmal? Ich hab's voll vergessen. Das ist aber jetzt doof. Ich glaube, wir müssen auch wieder zurückreisen zum ersten Tag, damit ich die Quest machen kann, die ich vorhab. Boah. Es tut mir auch leid, wenn ich wieder ein bisschen schlecht bin. Oh, obwohl. Sieht eigentlich ganz... Ja, ich nehme alles zurück. Mann. Stacheln. Ach toll, es hängt hier unter der Brücke fest. Das ist aber voll rutschig hier. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Winterreifen drauf hat. Obwohl. So. Nerv mal nicht. So. Ich weiß. Oder warte mal, ich glaube, ich kann die Quest noch gar nicht machen. Da fehlt mir irgendwas. Muss ich mal gucken. So. Das ist jetzt echt dumm, dass ich den Namen vergessen habe. Ah doch, klar geht das. Ganz einfach, wir gehen zum ersten Tag zurück. Das Lied müsste ich ja noch können. Ja, das kann ich noch. Okay, wer jahrelang Ocarina of Time gespielt hat wie ich, der kann das ja auch. So, speichern. Und zurück. Wie gesagt, die Lags können auch öfter mal vorkommen, aber das soll ja uns nicht stören. Oh, das Lied habe ich lange nicht mehr gehört. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges dabei. Das Schwert habe ich ja zum Glück geholt. Zum Glück. Und Stille kehrt ein. So, wir haben wieder 3 Tage. Dämmerung des ersten Tages. Es bleiben 72 Stunden. Oh, jetzt haben wir aber Angst. So, da wir die Zeit schön brauchen... Der schnellste Weg zu den Bergen führt durch das Nordtor. Ja, wissen wir. Ich werde die erst synchronisieren, wenn wieder was Wichtiges kommt. Wie ging das Kronos-Lied? Irgendwie so. Ja, es ging so.
finde die Bongos zwar eine nette Idee, aber irgendwie hört sich das nicht schön an, dieses Instrument. Okay, im Real vielleicht schon, aber hier irgendwie nicht. Yeah. So, Link ist happy. Oh ne, hier ist wieder so eine Laggy-Stelle. Immer hier. So, lass mich mal raus. Oder? Muss ich raus? Ja, ich muss raus. Wir müssen wieder zu den Bergen. Da werden wir schon mal falsch rausgelassen. Los geht's! Ja, stimmt, diese Stachelfahrt, die. Wie nenne ich das immer? Goronrad nenne ich das jetzt mal. Und diese Stacheln kostet ja Magie. Keine Ahnung warum. So. Magie wieder aufgefüllt. Ein paar Sachen eingesammelt. Dann geht's auch schon weiter hier. Obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir genug Pfeile haben. Natürlich nicht. Uiuiui, ui, ui. Das ist ja mal wieder nervig. Der Putt ist mal wieder richtig komisch. So. Aber dann gucke ich mal nach Pfeilen. Vielleicht hat der welche. Komm mal her. Ich habe zwar lange nicht mehr gekämpft, aber in Zelda bin ich eh so ein Kämpfer. So ein guter. Auch wenn das jetzt ein bisschen scheiße klingt. Boah, ich glaube, ich muss das Spiel mal auf schneller stellen. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Vielleicht laggt das dann auch nicht mehr so. Jetzt komm doch mal her. Der Juli ist mal wieder nicht dabei. Keine Ahnung warum. Achso, und letztens ist ja Mario Kart 8 rausgekommen und ich wollte mal fragen, wie ihr das Spiel so findet, falls ihr eine Wii U habt. Oder wenn nicht, was haltet ihr von dem Spiel? Ich finde das, ich habe das schon einmal gespielt. Gekauft habe ich es mir auch schon, aber es ist noch nicht da. Und ganz ehrlich, ich verschwende hier nur meine Zeit bei dem Vieh. Ich finde das Spiel, ja, ganz okay. Die Items werden wie bei Mario Kart 64, finde ich, irgendwie so random gesetzt. Ich meine, ich hatte schon dieses Item, diese 8, hatte ich schon auf Platz 2. Und als ich 6 oder so war, hatte ich auf einmal nur einen Pilz oder nur einen Panzer. Das ist, ich weiß nicht, manche mögen das nicht, aber ich mag das irgendwie. Das ist, bringt so die Fairness. Jo. Wenn ihr wollt, könnte ich öfter mal solche, so ein paar Themen sagen. So, immer so in den Folgen. Ein paar Themen über ein paar Sachen. Ist bestimmt auch mal ganz nett, interessant. Aber am coolsten ist immer noch, dass bei der WM Pikachu das Maskottchen von Japan ist. Jeder kennt es. Mann, ich brauche Pfeile. Ich gehe jetzt mal einkaufen. Eigentlich hätte ich jetzt... Also, eigentlich habe ich jetzt ein paar voll verschwendet. Also den Anfang zumindest. Aber das tut mir ja auch leid. Eieiei, auf zu laggen. So, ich habe das Spiel jetzt mal auf schneller gestellt. Merkt man auch. Ja, das hört man auch manchmal, dass das dann immer schneller ist. Aber das ist jetzt gerade mal besser so. Ich weiß auch nicht, wie ich das so lassen soll. Schnell oder langsam. Ja, obwohl, es laggt hier immer noch. Jo. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie auf 100% geschafft. Deswegen mache ich es zum ersten Mal im Let's Play. Deswegen kann ich öfter mal was vergessen. Aber wenn ihr was wisst, dann sagt's mal ruhig Bescheid. Das wird mir sehr weiterhelfen. Das ist voll die Minecraft-Crew. Ich bin zwar nicht so ein großer Minecraft-Fan, weil ich kein... Also wie gesagt, ich habe Dings, keine... Wie heißt denn das? Vorstellungskraft irgendwie so. Bin ich so der Bauer. Wie viel habe ich denn? Gib mir mal so 30. Man merkt richtig, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wo wir hier sind. So, der Laden war glaube ich hier. Oder? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, stimmt, die Items sehen hier mal wieder so... Wow! Sah der immer schon so komisch aus? Boah, creepy. So, nee. Na doch, gib her. Ja, ja. So. Ei. Mann, wir brauchen den ersten Tag. Was verschwende ich hier meine Zeit? Wir müssen sofort los. Ich weiß nicht, welche Eulen ich schon alle aktiviert habe. Muss ich mal gucken. Hallo, hab ich doch. Lied des Schwingens. Das kann ich auch noch. So. Hoffentlich habe ich schon einer in den Canyon. Dann bin ich umsonst immer ja. Wisst ihr was, Leute? Ich muss echt wieder reinkommen. Zack, 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 zack.
Flieg, Link, flieg! Schon besser. Oder löst dich einfach auf. Auch gut. Boah. Ich hab vergessen, wie cool das noch aussieht hier. So. Aber hier finde ich die Musik ein bisschen. Ah, langweilig. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber ich will unbedingt wissen, was euer Lieblings-Zelda ist. Ich bin ja so mit Mario, ja, Nintendo halt aufgewachsen, so mit Zelda. Keine Ahnung, die meisten wechseln dann irgendwie die Konsolen, aber irgendwie bin ich hier Nintendo geblieben. Ich und der Juli auch, also wir beide halt. Hier gibt's noch eine Kiste, aber ich glaube, die war nicht so wichtig. Och, ich mache wieder alles falsch, ich habe was vergessen. Also werde ich gleich wieder schneiden müssen, weil da gibt's, ich will wieder dieses heiße Wasser holen. Dieses Quellwasser, wo wir mit mir den einen Kumpel da von dem einen aufgetaut haben, von dem Baron. Bam. Da blutet die Spinne. Richtig cool, dass das Blut da noch grün war. Es gab ja auch mehrere Visionen von Ocarina of Time. Ich glaube, drei Stück gab es. Einmal diese goldene, dieses mit diesem goldenen. Dann, da war das, ja, war das Blut noch rot. Aber ich glaube, Nintendo hat das dann einfach geändert. Viele lieben ja auch Mythos oder andere Gerüchte. Zum Beispiel wie Schatten Epona, die es ja gar nicht gibt. Das wäre nämlich unlogisch. Aber ich würde es cool finden. Ich meine, Schatten Link und Schatten Epona. Ja. So, dann werde ich kurz cutten. Bis gleich. Also, da sind wir wieder. Wo war ich denn geblieben? Ja, Schatten Epona und Schatten Link, das wäre schon ein cooles Team, aber die Story dazu ist echt einfach nur behindert. Hallo, ich will gern dieses Wasser haben. Weil ich finde, dieses Pferd von Ganondorf, das sieht schon aus wie Schatten Epona. Ui. Yeah, Wind Waker Wasser. Dieses Wind Waker HD fand ich auch richtig geil. Das habe ich mir auch geholt. Weil, ihr wisst ja, Zelda-Fan. So. Ganz ehrlich, ich habe mir auch umsonst Pfeile geholt. Ich meine, wenn ich schon eine Abkürzung hatte. Warum mache ich das dann überhaupt? Nee, wollte ich nicht. Ach, egal. Na, hopp. So, schnell, schnell, schnell. Wie Flur haben wir denn da? Also jetzt bei Majora's Mask. Ja, ich will nicht mit dir reden. So. Nichts gegen dich, Bro. Aber wir haben halt nur keine, nicht so viel Zeit. Oi. Außerdem ist es bei mir gerade 23 Uhr. Ja, ich find's nachts cooler aufzunehmen. Vor allem bei Majora's. Ist ja so ein, ist glaube ich das gruseligste Zelda-Spiel. Neben Twilight Princess. Würde ich mal behaupten. Aber Twilight Princess fand ich auch cooler Spiel. Ich finde, jedes Zelda hat irgendwie sowas Eigenes. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sogar Skyward Sword. Weil es ja die allererste Geschichte sein soll von Zelda. Weil man ja sieht, wie das Masterschwert entstand und dass Zelda die Göttin ist und Link der Held, wie man es halt kennt. So, los. Ziemlich cool. Aber der Todbringer, ich weiß nicht, was der sein soll. Ich meine, Gandalf ist das ja nicht. Der kam irgendwie später. Vielleicht sind die da alle noch nicht geboren. Das heiße Quellwasser ist wieder abgekühlt. Es ist nichts. Warum? Oh Mann. Ja. Euch das nochmal zu zeigen, ist jetzt dumm. Also werde ich wieder cutten. Bis gleich. Ich liebe es. Oder wisst ihr was, Leute? Ist egal. Ich habe jetzt eh keinen Bock mehr da drauf. Jetzt fällt mir noch eine andere Sidequest ein. Aber nö, wir gehen jetzt zum Tempel. Habe ich jetzt gerade mal beschlossen. Also das heißt, wir machen weiter mit der Story. Das heißt, wie waren das nochmal? Eine Fee, komm her! So. Falls ich dann jetzt erklärt habe, die Feen können einen wiederbeleben, wenn man stirbt. Das ist sozusagen das beste Item.
Aber hier gibt's noch ein anderes cooles Item. Komm, gib Gas, hab nicht ewig Zeit. Eieiei. Ui. Nein. So, wir hauen jetzt hier alles kaputt. Oh, hallo, wer bist du denn? Ui. Jetzt brauche ich doch bestimmt wieder Quellwasser. Dann mal los. Bleib da ruhig stehen, Alter. Also, er ist ja alt. Los, 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 los. Schnell, schnell, schnell. Lied des Schwingelns und Bergsiedlung und weiter. Und yeah. Wie der da eingefroren ist, so halb. Naja, wir müssen ihm jetzt helfen. Sonst tut er mir richtig leid. Wie gesagt, da hochzuklettern kostet zu viel Zeit. Schneiden, bis gleich. Und weiter geht's. Oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wie wir jetzt wissen, kann das auch schmelzen, das Wasser. Also kalt werden. Ich überlege mir jetzt sogar einen Safe States zu setzen. Nee, bringt mir nichts, oder? Na, ich mach's mal. Ich will endlich mal weiterkommen hier. Boah, wehe, du fällst jetzt da unten ins Wasser. Denn wie wir wissen, er kann nicht schwimmen. Komm, lande. Sauber, auch wenn ich jetzt Schaden gekriegt habe. Egal. Komm hoch. Schnell, wir haben nicht so viel Zeit. Los, los, los. Ich weiß jetzt nicht, ob der wieder eingefroren ist. Also eingefroren ist er ja bei diesem Schneeball. Sonst muss man den ganz random wieder suchen. Und da habe ich ganz ehrlich mal wieder überhaupt keine Lust drauf, den zu suchen, dann wieder da hoch zu eiern. Nur weil die Zeit abgelaufen ist. War das der? Nee. Wo war der denn? Ui, Spinne. Ich mag die Viecher auch im Real nicht. Mann. Komm. Darunia hieß der, glaube ich. Nee, obwohl, das war doch der Boss. Oh nee, ich werde eingefroren, oder? Ja. Komm. Mach. Ja. Super. Oh, nicht in Zeitlupe. Oh, mal ganz nett. Hallo. Wo bin ich? Oh, es ist schon so spät. Ich muss mich beeilen. Ey, nein. Wann bist du schnell? Ach nee, Damani hieß der. Darunia hieß der aus Ocarina of Time. Oh, du bist es, Damani. Aber bist du nicht tot? Halluziniere ich etwa? Geht so. Vielleicht ist das auch nur ein Druckbild von Gipfel des Berges. Nein. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab und durchschauen die Illusion, gleich bist du verschwunden. Ay, man. Nee, warte mal. Guck mal. Hallo? Warum denn nicht? Guck mal, ich bin sogar ein Kind. Einer wie dich sieht man hier sehr selten. Was willst du von deinen Dorfältesten von mir? Mir fehlt die Zeit, dich zu begleiten. Was? Du willst wissen, warum ich so in Eile bin? Dieser Kälteeinbruch, der Zweifel, los über die Vorgänge im Pick Hibernia. Zurückführen ist hält das Dorf fest in eisigen Griff. Ohne Unterstützung außen ist das Dorf zum Aussterben verurteilt. Und ständig habe ich das Bild meines Sohnes vor Augen, der wegen der Kälte nicht mehr aufhören kann zu weinen. Als Älteste ist mir meine Pflicht, etwas gegen die Situation zu unternehmen. Aber das ist unser Problem, wir sollten keine Fremden hineinziehen. Hack euch, Hust. Ja, ich will helfen. Darf ich helfen? Alter. Der friert gleich wieder ein, das ist immer so bei dem. Los. Okay, dann suchen wir mal das Kind, was am Heulen ist. Und das Viech nervt mich mal. Nein, geh weg. Ich will nicht spielen. Spielen mit Schnee, bauen Schneemann. So. Ich habe jetzt Ganondorf gelesen, aber nee, das heißt Gorondorf.
Bin ich halt zu dumm für alles? Ja. Wenn er schon gegen die Wand fährt. Ganz ehrlich, ich habe nur Scheiße gebaut in diesem Part. Ich sag jetzt schon mal sorry. Ich meine 10 Minuten nur noch. Ja, ich bin der Mani. Mach bitte das Tor auf, damit ich da rein kann. Der wird es gleich wieder schließen wegen der Kälte. Das sagt er jetzt auch. So, hier runter. Dann da rein. Dieses Heulen geht denn so auf die Eier. Juhu! Ja, das ist das Gorundorf. Das kennen wir noch nicht. Ei. Ei, 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 ei. Nein. So, was geht denn hier ab? Hallo. Papi, Papi, Huhn. Huhn? Nee. Mir ist kalt, Papi! Der Mani, wo ist mein Papi? Wo ist mein Papi? Ja, der will mir ja nicht helfen. Warum zu heulen? Das ist ja schrecklich. Mega Speed! Bäm! Voll kaputt gemacht. Ja, hier gibt's auch noch eine Sidequest, aber jetzt müssen wir halt, wie gesagt, dieses Baby zum Schweigen bringen. Also nicht töten, um Gottes Willen. Aber helfen halt. So, komm, jetzt wieder zum Alten. Heißt das, ich brauche wieder dieses scheiß Wasser? Das macht das Spiel doch voll extra, ey. Naja. Wir sehen uns dann gleich bei dem alten Typen. Bis gleich. So, Alter, wo bist du? Und diesmal ohne mich zu nerven. Da? Nee, da war die Spinne. Wieso vergesse ich das denn alles? Nein! Ui. Nein, meine Magie ist ja gleich leer. Sie ist leer. Ach, man kann es auch kaputt schlagen. Wieso sagt mir das denn keiner? Obwohl, ist auch irgendwie logisch. Boah, jo. Mann. Du nicht, du gehst mir auf die Eier. Nein! Oh, Mann! Ja, da ist er, toll. Du kommst aber ziemlich früh. Komm, bitte geh. Warum ist das denn so unfair? Immerhin habe ich jetzt einen Tipp. Nee, da will ich nicht hin. Ach, Leute. Oh, nee. Mir ist gerade was aufgefallen. Ja, ja, klar. Ich glaube, das war sogar so. Ja. Bis gleich, Leute. Unnötiges Wasser holen. Wenn man hier das frei macht, kann man, glaube ich, immer wieder Wasser holen. Und das wusste ich nicht mehr. Also würde ich mal sagen, mega sorry. Aber ich glaube, ich werde den Part eh so nennen. Irgendwie so, tut mir leid. Für diesen schlechten Part. Ja, und hier gibt's wirklich Wasser. Super. Ich weiß jetzt nicht, was hier so alles gibt hier so. So, da brauchen wir Bomben. Kein Bock jetzt. Werde ich alles noch untersuchen. Jo, danke. Oh Mann, Leute. Man merkt richtig, dass ich nicht mehr so einen richtigen Plan habe. Eieiei. So, und wo ist denn der jetzt, der? Nein. Nein. Geh weg. Da. Komm jetzt raus. Oh nein. So. Aufmachen. Also, ich wollte noch über was reden. Ich weiß nicht, ob ich bald ein neues Let's Play starte. Also, ein bestimmtes. Warte. Ja, der muss sich wieder beeilen. Jetzt wartet doch mal. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Ja, der gibt mir die ganze Zeit auf die Eier. Mein Sohn vermisst mich.
Vergib mir, mein Kind. Der Vater muss etwas erledigen. Alter Sohn, Alter. Das hat sich jetzt komisch angehört, aber der hat so einen Vater. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche den Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch ein klein warst. Das ist ja niedlich. Da wollte die denn her? Wie ging doch diese Melodie? Lass mich nochmal spielen irgendwie. Scheiße. Irgendwie ging das doch. Aber ja, etwa so ungefähr. Das hat keinen Sinn, Alter. Ich kann nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Ich weiß sogar, wie das noch weitergeht. Das ist aber nur Dings, das Intro davon. Wir lernen ein neues Lied. Du hast das Schlaflied-Intro erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Wem verzähle ich auf dich? Du wirst es nicht bereuen. Wir sind zwar theoretisch tot, aber der Link spielt eh den Gott. Ja, der gibt den Leuten Hoffnung. Obwohl, jetzt habe ich sogar eine Theorie wieder. Aber dazu ein andermal. So. Wir werden jetzt dieses Kind noch beruhigen und dann werde ich, glaube ich, diesen Part beenden. Wie gesagt, sorry, dass wir nicht so gut wie nichts erreicht haben. Obwohl, kleine Zusammenfassung, Schwert abgeholt, Zeit zurückgedreht, weil ich eine Quest machen wollte. Obwohl, die Quest können wir jetzt doch machen, aber die machen wir dann im nächsten Part. Am besten werde ich wieder öfters aufnehmen, denn der Kanal hat ja auch jetzt mehr so ein bisschen mehr Zuschauer gekriegt. Was mich übelst sehr freut, also jeder, der jetzt neu ist, den sag ich nochmal persönlich herzlich willkommen und viel Spaß auf dem Kanal bei uns. Kommentare könnt ihr auch gerne da lassen, Likes und so weiter. Warte mal, sei mal ruhig. Wie ging das Lied nochmal? Nee, so schon mal gar nicht. Was ich da mache, ist jetzt hier Bongo-Techno für Arme. So, das hier. Ja, komm, das ist doch einfach. Ich wollte schon gerade sagen, ob ich dumm bin. Bam, bam. Guck mal, mein Kleiner. Dieses Lied, mein Papa, hat es für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe das, ich singe den nächsten Teil. Ja. Ja, ich wusste, dass das so ging noch. Dann wollen wir mal. Na toll. Ja, ich hab's kapiert. Dam, 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 bam, bam. Ich weiß nicht. Hä? Achso. Ihr merkt schon, dass das Spiel geht ein bisschen schneller voran. Oh, das ist aber süß. Also ich werde es aber nicht so oft spielen. Ich will nicht, dass meine Abonnenten einschlafen. Das ist so, als wäre Papa hier neben mir. So, jetzt sind alle happy. Das Schlummerlied-Intro wurde zum chronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt
den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augen wieder schwerer werden. Ja, wie gesagt, das will ich nicht, dass das mit euch passiert. Ihr pennt alle. Da soll ich mir zuschauen, die pennen, ne? War natürlich nur Spaß. Der da vorne pennt, der friert weiter. Ja, okay, lieber will ich schlafen, als hier frieren, ne? Kann man überhaupt schlafen, wenn man friert? Nein, das alles werden wir in dem nächsten Part erfahren. So, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wieder liken. Abonnieren wäre auch ganz nett. Und ja, Kommentare da lassen. Positive. Der negative mag ich nicht so. Muss ich euch nämlich... Wie heißt das? Ja, egal. Bis zum nächsten Mal, euer Nintendo LP. Ciao.